Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Es ist immer noch dunkel, wir bauen immer noch an unserem Grundstück rum. Oh, sind ja bald fertig. Können es also mal ein bisschen in die Richtung ziehen. So nicht ganz so weit, aber ja. Ihr tragt hier immer noch fleißig den Berg ab. Also die letzten Segmente des Berges. Deswegen da unten Steine mal wieder rum, die einer rausgehauen hat. Warum auch immer. Hier sitzt sie noch fleißig am Füllen. Das ist gut. So, du sammel mal die Steine hier unten auf. Wie viel hast du jetzt? 8. Dann kannst du doch den da aufsammeln. Kannst jetzt weiter im Quarry arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch einer rumliegen könnte. Also ja, einer ist verschütt gegangen. Habe ich eigentlich die hier alle richtig eingestellt? Ja, ihr macht keine Ziegel aus den Steinen. Gut. Oh, da würde noch einer rumliegen. Okay, der ist weit gekullert. Haben wir nur übersehen. Und ich glaube, er ist despawned, oder? Ja. Naja, halb so wild. Die Jungs holen sich auch aus. Gott, hier ist schon fast alles voll, ey. Ja, hier haben wir nicht mehr viel zu füllen, definitiv. Du gehst sogar schon wieder zurück. Ja, das war nicht ganz richtig. Ja.
Ja, jetzt stimmt das. Jetzt passt das so. Wobei es vielleicht besser wäre. So zu machen. Ja. Das passt gut so. Ja, hier um die Ecken füllen wird halt ein bisschen aufwendiger. Und ich will da nicht einfach random Zeug weggraben, weil das macht es nur komplizierter. Für uns jedenfalls. Okay, jetzt wird es ein bisschen crazy mit den Steinen. Hey, wir haben schon über die Hälfte für unseren vorletzten Projekt. So, du kannst den nächsten Treppenpart entfernen. Oh, die Sonne geht auf, sehr schön. Das hier sieht halt noch ein bisschen doof aus, aber ja. Vor allem das Loch da und das Loch da. Aber ja, ein Großteil von dem Holz hier ist jetzt schon abgedeckt. Und werden jetzt schon die hinteren Lager in Anspruch genommen? Nein, noch nicht.
Noch wird einigermaßen gleich verbaut und produziert. Ich muss an dem Eck anfangen und es bis hier runterbringen. Ja gut, fangen wir schon mal an mit einem Traui. Erstmal auf maximale Größe. Und ja, die Treppe reicht hier, glaube ich, am ehesten, am besten. Ja, besser geht das halt leider nicht, weil wir könnten den Quarry nicht größer machen. Das hätte ich gerne noch hier ein Stück und hier ein Stück mit einbezogen. Aber so ist das auch okay. So, minus die beiden Sachen weg und flupp. Fertig. Das heißt, wenn der hier leer ist, haben die gleich den nächsten. Und die wären viel schneller, wenn sie nicht ständig runterhopsen würden, sondern von oben aus arbeiten würden. Ah, das ist, finde ich, gut. Jetzt können wir hier eins schmäler machen. Hier eins breiter. Und hier zwei hochgehen. Jetzt müssten sie aber schon die hinteren, genau, jetzt füllen sie schon die hinteren Stockpiles auf.
Okay, hat wieder einer Steine liegen lassen? Ja. Ja, abflachen, auffüllen. Klappt alles. Da wünscht man sich manchmal wirklich einen Bagger oder sowas oder ein paar Dutzend Bagger. Wo man hier einfach alles zuschütten könnte. Aber wir haben leider nur Bricktorts und Spitzhacken und Säcke. Und eine Leiter, von der ich mich frage, ob sie noch benutzt wird. Ja. So. Ernsthaft, für was bist du nicht einfach außen rumgelaufen? Wieso hat hier jetzt wieder einer einen Haufen Steine liegen lassen? Bricktorts, immer muss man auf sie aufpassen. Genau aus der Mitte raus. Was will ich gerade? Einfach nur gucken, ob alles läuft und es laufen lassen. Und hoffen, dass alles verläuft. Wie gesagt, wir haben viel zu tun, aber ich habe leider nicht viel zu sagen während der Zeit. Nur, dass es hier langsam immer besser aussieht. Den Steinvorräten, die ich habe, könnte ich ja einen umswitchen.